Der WTT Young Leader Award wird Ihnen präsentiert vom Amt für Wirtschaft Kanton Thurgau, Leica Geosystems, Bühler und der Mikrogenossenschaft Ostschweiz. 6 studierende Teams sind im Rennen um den WTT Young Leader Award 2022. Aus 45 Praxisprojekten an der Ost, der Ostschweizer Fachhochschule, sind sie als die Besten nominiert. Teams haben über mehrere Monate an echte Aufträge von Unternehmen aus der Region geschaffen. Jetzt geht es um die Auszeichnung in den beiden Kategorien Marktforschung und Managementkonzeption. Wie wohnen wir in Zukunft? Wie gehen wir mit der knapper werdenden Fläche in der Schweiz um? Das sind Fragen, die sich die Raumplaner und Planerinnen von Gemeinden und Kantonen stellen müssen. Areal Plus ist ein Prototyp von einer Software, die sie dabei unterstützen soll. Wie gefragt solche digitale Hilfsmittel sind, haben die Studierenden von der Ost im Auftrag von den Kantonen St. Gallen und Schweiz geklärt. Unser Auftrag war für den Kanton St. Gallen und Kanton Schweiz ein digitales Rundplanungshilfsmittel für potenzielle Anwenderinnen und Anwenderinnen, den Nutzen von diesen Rundplanungshilfsmitteln zu erhöhen. Und dann haben wir eigentlich auch anhand von der Marktforschung für Areal Plus Konzept auf Lücken überprüft und auch das Potenzial von Areal Plus. Die Studierenden haben ihre Marktforschung auf 2 Pfeiler abgestützt. Sie haben über 180 Gemeinden befragt und Interviews mit Raumplanungsexperten geführt. Damit sie diese Umfragen haben können aufgleisen können, mussten sie selber zuerst zu Raumplanungsexperten werden. Die Herausforderungen im Projekt waren zahlreiche. Die größte Herausforderung überhaupt war die enorme Komplexität der strategischen Innenentwicklung, welche die Studierenden innerhalb einer sehr kurzen Zeit beherrschen mussten, um überhaupt die Marktforschung durchführen zu können. Areal Plus bewertet Innenentwicklungsprojekte anhand von verschiedenen Kennzahlen. Rund 2 Drittel der Befragten finden, dass ihnen so ein Tool bei der Arbeit helfen kann. Wichtig sind ihnen dabei Benutzerfreundlichkeit und eine gute Datengrundlage. Das Ergebnis aus dem Praxisprojekt zeigt, dass eigentlich die Nachfrage der Gemeinde oder der Bedarf der Gemeinde da ist, also ein digitales Hilfsmittel. Die Studenten haben uns auch aufzeigen können, konkret, wo sind noch Lücken in dem Kennzahlenmodell, zum Beispiel in Ökologie oder gewisse Nachhaltigkeitsfaktoren, die so noch nicht drin sind. Andererseits haben sie uns auch auf unsere kommunikativen Schwächen aufmerksam gemacht und haben konkret können zeigen, schaut, da müsst ihr euch verbessern. Die Forschungsergebnisse der Projektgruppe liefern laut Lukas Bleher weitere Grundlagen für die Digitalisierung der Raumplanung. Der Prototyp von Areal Plus hat sich bewährt und soll weiterentwickelt werden. Besonders stolz bin ich darauf, dass wir eigentlich einen Dienst für die Raumplanung, der in der Schweiz sehr wichtig ist, weil die Schweiz ein kleines Land ist natürlich und wenig Bauflächen hat. Das Projektteam ist für den Young Leader Award 2022 in der Kategorie Marktforschung nominiert. Eine Auszeichnung für besondere Leistungen im Praxisprojekt. Ja, es wäre symbolisch natürlich eine grosse Anerkennung auch für unsere Leistung und es würde uns das ganze Team natürlich sehr freuen, wenn wir den würden holen. Also hat aus meiner Sicht eine grosse Bedeutung. Ja. Wer gewinnt den WTT Young Leader Award 2022? Die Preisverleihung findet am Montag, 26. September, in der Tonhalle St. Gallen statt. Mit Gästen aus der Ostschweizer Wirtschaftswelt und am Award-Referat von Joe Dietrich. Wie tickt Generation Z? Der WTT Young Leader Award, präsentiert vom Amt für Wirtschaft Kanton Thurgau, Solenthaler Recycling, Bauwerkparkett und der St. Galler Stadtwerk.